Ich baue einen Drückjagdbock. 2024 ist gestartet, das Jahr, in dem ich endlich meinen Jagdschein machen will. Und ich habe bis hierhin schon richtig viel gelernt, aber jetzt wird es Zeit für die erste praktische Aufgabe. Und deshalb will ich nicht nur irgendeinen Drückjagdbock bauen, sondern schon auch den besten. Gibt nur genau zwei Probleme bei der Geschichte. Punkt 1, ich habe zero Talent, was Handwerken oder Heimwerken angeht. Deshalb werde ich da auf jeden Fall schon mal Hilfe brauchen. Und Punkt 2, ich habe keine Ahnung, worauf es ankommt bei so einem Drückjagdbock. Schon gar nicht, wenn man den besten bauen will. Und genau deshalb habe ich Freunde gefragt, was für sie wichtig ist bei so einem Drückjagdbock und worauf ich auf jeden Fall achten sollte. Ja, was soll da ein Drückjagdbock unbedingt haben? Ein Gitterfußboden, das finde ich immer spitze. Man rutscht nicht hin und her und man hat einen sicheren Stand beim schnellen Schuss. Und neben den Sicherheitsaspekten ist für mich entscheidend, dass der anständig verblendet ist, sodass anwechselndes Wild, sei es jetzt Rehwild, sei es Schwarzwild oder auch Rotwild, die menschlichen Konturen nicht so gut erkennen kann. Ein Drückjagdbock, der eine Aufhängung und einen langen Nagel für den Rucksack hat, finde ich sehr praktisch. Der Rucksack fällt nicht vom Drückjagdbock, er liegt nicht zwischen den Füßen, wenn man schießen muss. Und es kann auch nichts rausfallen und macht unnötigen Krach. Es ist kalt, es ist nass, es ist früh, eigentlich alles scheiße, aber wir sind im Jägertestrevier. Jos ist bei uns. Jos, was machst du hier eigentlich? Ich bin hier der Revieraufseher. Ja, du weißt, wie ich arbeite. Aber ganz ehrlich, das zeichnet uns ja aus, dass wir Menschen sind, weißt du? Ich höre dich nicht. Anfassen. Okay. Du kannst uns sagen, kannst mir sagen, wie man so einen Drückjagdbock von 0 auf 100 aufbaut, right? Kommt drauf an, wie deine Fähigkeiten sind, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, wenn ich was kann, dann schleppen. Ah, nee, doch nicht. Au, ah. Das ist der Grund, dass ich darauf nicht geachtet. Mein Kopf sind halt einfach nur 4 Balken, die zusammengeschraubt werden, Boden, fertig. Ja, im Prinzip ist es da. Ich wusste nicht. Wie hoch wird so ein Ding? Das können wir uns jetzt überlegen, wie hoch willst du sein? Also was eigentlich... Was ist denn Sinn, ey? Ja, es geht ja darum, dass wir hier ein bisschen erhöht sind, dass wir einmal das erste ist ja Kugelfang haben. Mhm. Gerade auf einer Drückjagd, wenn mehrere Leute im Treiben sind, dass man da sicheren Kugelfang hat. Kugelfang heißt einfach nur, dass du am Boden schießt und nicht, dass die Kugel irgendwie da rumfliegt. Wenn du jetzt hier auf dem Boden stehst und schießt, keine Ahnung, dann kann die Kugel ja immer noch irgendwie irgendwo aufditschen und weiterfliegen, das ist ja, da ist einfach, das ist ein ganz anderer Winkel. So von hier oben, da musst du ja runterschießen. Ja. Da bist du einfach schon mal erhöht. Chefin ruft an. Perfekt. Dann muss ich ran. Guter Start. Sehr gut, dann würde ich sagen, sobald unser Herr Berufsjäger mit dem Telefonieren fertig ist, steigen wir ins Auto, fahren los, holen Holz und dann fangen wir an. Wie Marvin, sag ich, ein Burschen hier. I wonder where I am, who I am by now. Hey, guck vor, ich bin jetzt. Echt? Ja. Nein, das ist falsch, weil wir hier drinnen hängen. Wir brauchen 2 Bäume. Nee. Wieso? Ja, 6 durch 2 sind 3 Meter, wir gehen 2,50 hoch und wir brauchen 4 Streben hoch. Ja, aber der Baum ist unten ja dicker als oben. Ist das so? Du willst jetzt mit dem Zollstock einen Baum messen? Nee, mach ich nur für dich, den ganzen Scheiß. Aber guck mal, der geht hier so ein bisschen raus. Siehst du das? Siehst du das? Ja, der geht nach da und dann wieder. Also, siehst du, ne? Ja, er macht. Ach, komm. Aber hier, der passt doch. Danke. Wir haben ja schon ziemlich viel, ne? Echt? Das ist es. Wir haben unseren Schnittplan leicht überzogen. Ja, und no shit, Sherlock. 3, 4, 5, 6, kommen wir auch hin. 5 mal 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir nehmen jetzt provisorisch, nehmen wir nochmal 2 mit runter. 2 Bäume. Ja. Man fickt aber eigentlich Kiefer oder irgendwas Hübsches. Ja, irgendwas Hübsches. Eiche. Zum Beispiel. Das ist sicherheitstechnisch ja aber auch nicht gut, was du hier in deinem Revier machst. Wieso? Wenn ihr Fahrradfahrer dann. Wieso hast du eigentlich Zimmermann gelernt?
Weil das ein toller Beruf ist eigentlich. Wieso hast du denn damit aufgehört? Weil ich mehr Freude habe am, ja, an der Jagd und am Gestalten und an verschiedenen, also der Alltag als Jäger ist ja so unterschiedlich. Mal baust du Hochsitze, mal machst du Pirschwege, dann flachst du was, dann machst du Wildäcker. Es ist ja alles möglich. Nee, stopp, wir müssen erst die andere Seite. Also der ist halt sehr, sehr vielfältig und das macht mir am meisten Spaß. Und als Zimmermann, da bist du hauptsächlich irgendwie immer auf Baustellen und da ist ja immer wieder dasselbe, weißt du? Mhm. Weil jetzt müssen wir eigentlich die ganzen Streben aufsägen. Ja, Lego. Oder nicht, weil es regnet. Doch. Dein Job ist hier hinten, also ich führe das Stück Holz da vorne. Ja. Und du nimmst es nur entgegen, ja? Also okay. Du hältst es einfach nur. Es darf nicht auf dem Boden. Ja, irgendwann schon. Und dann, wenn ich hinten loslasse, ziehst du es langsam weiter durch. Okay. Aber du führst eigentlich. Also ich führe ziehe und du nimmst an. Ja? Okay. Was willst du denn jetzt im Trecker? Ja, pass auf. Das ist das mit Abstand Dümmste, was ich je gesehen habe. She doesn't breathe, she doesn't leave when she's with you. She scratches red and cuts too deep, there's nothing left to do. It's the world inside, she sees. Aber du musst das anpeilen, ne? Was? Du musst das anpeilen. Ja, einfach drücken, bitte. Und du weißt genau, ich schaff zwei davon und los, wir haben keine Zeit. Hey Juli, das hast du auch noch nie gesehen, ne? Wie man sich so dumm anstellen kann. Nein, du machst das richtig gut. Halt deine... Ohne Scheiß, ich hab gedacht, du bist viel mehr so... Oh, das kann ich jetzt nicht anfassen, aber du gibst dir richtig Mühe. Man merkt es. Das hält sich mal jetzt hier einen Nagel einfach rein. Warte mal. Da müssen wir gucken, weil hauen wir ja nicht nur einen Nagel rein, da hauen wir ein paar mehr rein. Deswegen müssen wir die versetzen. Eigentlich vier Stück. Okay. Und die müssen versetzt sein, dass sie nicht in der gleichen Faserrichtung sind. Weil du wirst heute Abend so beseelt ins Bett gehen. Glaub mal. Weil du denkst, du hast einfach mal was geschafft. Wie viele Schläge brauchst du für einen Nagel? Bei denen gerade mehr, aber bei denen vorhin, glaube ich, drei oder vier. Okay, einen braucht er ja noch. Vier. 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 Try. Eins. Jetzt hier. Jetzt hau doch nur daneben. Kannst du es so ein bisschen auseinanderdrücken, weil du ziehst es immer wieder zusammen? Ja, weil ich Angst habe, dass das auseinanderfällt. Nein, du brauchst keine Sorge haben. Ja. Ich bin ja da. Papa steht doch nicht. Papa steht da. Ja, keine Sorge. Guck da ein bisschen hin. Ja. So. Super. Willst du das jetzt auch mir in die Schuhe schieben? Ja, warte mal. Bleib mal kurz so, wie du bist. Hey, ich kann das doch da wieder reinmachen. Mit. Ich meine... Sieht schon nochmal aus. Ne? Ist, also... Ich habe wirklich mit weniger gerechnet. Aber das meine ich. Guck mal, ich finde den sehr, sehr groß jetzt. Hier, der ist mächtig. Aber guck mal, ein paar Bretter, deine Leiter, die du da ranhauen willst. Und dann kannst du da drauf. Ich überlege, dass wir hier nochmal zwei, dann weißt du, wegen mir einen Fußboden einfach stabilisieren. Ja, ist schlau. Yes, hast du vorhin schon gesagt, habe ich auch schon gesagt, ist schlau. Du bist leider Ingenieur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, doch, okay, dann reicht das ja. Hast du eigentlich schon mal irgendwo ein Praktikum gemacht? Ja, in der Tierhandlung. Das war scheiße, da habe ich eine Eidechse verloren. Aber ich finde... Nie verloren. Nee, ich sollte die füttern und dann... War sie weg. Ist die rausgesprungen und ich bin durch den ganzen Laden gekrochen. Ja. Und habe versucht, diese gottverdammte Eidechse wiederzufinden. Scheiße. Das ist immer zu eilig. Guck doch mal, ob die Sicherung rausgeflogen ist.
Also, das Ding hat eine eigene Sicherung, wo soll ich das? Ja, machen? Aber. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist, dass jemand da so reißt dran. Ja. So, los jetzt. Naja, gut, dann können wir ja singen. Wollen wir nicht doch schrauben? Du sie alle krumm. Ja, ich krieg sie nicht mehr rein. I'm trying my best here. Haha. Hat funktioniert. Es ist nicht oft, dass so gut war, was ich da. Es ist aber auch selten, nämlich mich an der offenen Kreissäge zu stellen. Und dann einfach zu hoffen, dass. Du bist aber auch selbst sicher angegangen. Ja, aber did it work? Das ist gut. Ja. Yeah. Guck mal, jetzt kommt hier ran, kannst du sitzen. Würde, wie viel Geld kostet sowas? Rate mal. Raten? Ja. Mit also Material auch alles. Ja, so fertig zum Hinstellen. Was würdest du, wenn du so ein Ding baust, was würdest du davon jetzt verlangen wollen? Nein, die Frage beantworte ich nicht. Ich beantworte die Frage, was ich glaube, wie viel man zahlt. Okay, was glaubst du? Ich sag 700. 700, okay. Und was würdest du nehmen wollen? Jetzt gerade? Ja, wenn du das fertig hast. 3000 Euro. 3000 Euro? Damit du da, ja, Material, zwei Leute bezahlt hast. Ich kann keinen Nagel mehr in ein Brett hauen. Mein Arm ist unnagelbar. Also ich sag mal, Drückjagdböcke, die ja... Immer, liegt immer im Auge des Betrachters, aber ich finde den ja eigentlich ganz geil. Der ist super, das ist der Beste. Der sieht halt natürlich aus. Ja, aber das macht es doch aus. Also ich finde den. Ja, aber so ein richtig schierer aus dem Internet, der liegt so bei, kannst du schon 150 bis 200 Euro. 200 Euro. Jetzt überleg mal, einmal, wo müssen die produziert werden und wie viele Mengen müssen produziert werden, damit du das irgendwie rechnerisch wieder... Und wenn man jetzt so hier einkauft, ja, dann bist du vollkommen richtig. Mit 700 Euro bist du dabei. Aber wenn wir jetzt was in Gitter drauf haben, so wie hier jetzt. So. Das ist auch nochmal gut. Und dann sind, haben wir einen rutschfesten Drückjagdbock schon mal. Ja. Wie kann er den ganzen Tag nageln? Ja, du, das. Da fragen mich viele. Ich hab literally 10 Nägel reingehauen. Und ich krieg keinen Nagel mehr durch dieses scheiß Brett. Meine Laune ist super. Meine Laune ist wirklich super, weil look at this beauty. Der stand hier heute Morgen noch nicht. Ich bin selbst ein bisschen erstaunt davon. Auch wenn alle anderen gerade ein bisschen schlapp machen und sich denken, why are we still here? Er ist fast fertig, er ist wunderschön und wir haben ihn gebaut. Meine Laune ist großartig. Sehr gut, okay. Jetzt machen wir die Leiter ganz zum Schluss. Jos, wir haben es geschafft. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast heute fürs Erklären. Sehr gern. Ich meine, ich bin ja jetzt wirklich nicht der Begabteste, was handwerklichen Shit angeht, aber ich muss sagen, ich habe heute tatsächlich was gelernt von dir. Ganz ehrlich, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, dass du da gar nichts auf der Kette kriegst. Aber doch, du hast viele Dinge schnell umgesetzt und mitgedacht und warst doch gar nicht so ungeschickt, was das handwerklich angeht. Also, auch wenn es eher schwächer wurde mit dem Hämmern, aber... Das ist komisch, dass du das nur sagst, wenn die Kamera läuft. Nein. Ist so, meine ich auch so. Aber es war gut. Danke. Und ich finde, wir haben auch einen echt tollen Bock hier hingezaubert. Also man muss sich mal vor Augen führen, heute Morgen um 8 stand das alles noch im Wald. Ja. Wir haben das da rausgeholt, hier hingestellt und zu dem gemacht, was es ist. Wir haben Kleiderhaken, wir haben eine Schranke, wir haben eine Leiter, wir haben, ja. Wir haben Rutschschutz, wir haben Sichtschutz. Hier kannst du deinen... Fernglas auf. Es ist einfach ein toller Bock geworden. Und jetzt nimmst du den hoffentlich mit nach Hause, oder?
Ja, du kannst dir jetzt überlegen, wo du den hinstellst. Oder wir verlosen. Wir können den auch verlosen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Bock darauf hättet, dass wir diesen Bock, ob ihr Bock auf den Bock habt. Ja. Schreibt mal drunter, habt ihr Bock drauf, dass wir den verlosen, dann überlegen wir uns was. Ja, danke, Jos. Ja, ja. Ab nach Hause.